Sie sind hier, 28. Dezember 2018, 22.54 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Leonhard Föderl und seine Ice Tigers stehen aktuell nicht auf einem Playoff-Platz in der Dell. Urheberrecht Getty Images. Die Thomas Sabo Ice Tigers nehmen zum ersten Mal am traditionsreichen Spengler Cup teil. Gegen das Team Canada kassiert der Dell Club die nächste Niederlage. Die Thomas Sabo Ice Tigers aus der deutschen Eishockeyliga Dell haben beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos, Schweiz auch ihr zweites Gruppenspiel verloren. Gegen Team Canada setzte es für die Franken am Freitagabend eine deutliche 2:6, 0:1, 1:4, 1:1 Niederlage. Zum Auftakt hatte es am Donnerstag ein 2:3 gegen Gastgeber HC Davos gegeben. Die Nürnberger, die erstmals am Spengler Cup teilnehmen, belegen damit den letzten Platz in ihrer Dreiergruppe. Am Samstag 15.10 Uhr kämpfen sie gegen das russische Spitzenteam HK Metallurg Magnitogorsk um einen Platz im Halbfinale des ältesten Eishockeyturniers der Welt. Punkt. Nur der Sieger der beiden Gruppen ist direkt für das Halbfinale gesetzt.